Wo bleibt er? Ich glaube, der Barry hat einfach Allen Schiss. Barry Hammerschmidt, der Typ, der gesagt hat, der macht eine krasse Transformation zusammen. Ich habe ihn extra ins Team ESN geholt und bis jetzt hat er keinen Fortschritt gemacht. Warte, werden wir mal gucken, ob er Gains gemacht hat, ob er stärker geworden ist. Mir ist aufgefallen, du hast nur noch Beef mit Leuten, mit Johnny. Barry. Was ist da los? Guck mal, da hinten kommt er. Hat er Verstärkung mitgebracht? Was soll das sein, Alter? Hat Verstärkung mitgebracht. Wie groß ist denn der Typ? Hat er sich 10 getraut Meter? Alleine. Der ist doch 10 Meter groß, Alter. Ja, Mann. Darf man Hallo sagen? Go. Hallöchen, Alter. Warte mal. Moin. Alles gut. Danke für das Gefühl. Hi, Johnny. Hey. Baby. Schau nicht so kritisch an, Alter. Guck mal, ich wohne da, wo das Essen halt sehr lecker schmeckt. Das kannst du auch wohl verstehen. Ich weiß, ja. Bin ich fett? Ich habe überlegt, ob ich eine Waage mitbringe. Ist es nicht angsteinflößend? Ja. Machst du eigentlich regelmäßig Sport? Unregelmäßig noch. Also genauso wie Barry. Unregelmäßig. Also Johannes hat eigentlich angekündigt, dass du heute ganz schön Stress bekommst. Das weiß ich auch. Deswegen bin ich auch... Mann, Alter. Baller noch unten kurz warten und dann feiern. Lass die Spannung drin. Komm, Kontrolle. Feuer! So ist gut, genau. Okay. Maximale Beschleunigung nach der Pause. Raus, nicht stoßen. Warum geht es jetzt? Na, das ist interessant, glaube ich. Oh, diese langen Arme, Alter. So. Man kann es auch so machen, ne? Man stellt meinen Finger aus und man kann auch so machen. Ein Unterschied. Wie groß ist denn der Typ? 10 Meter? Alleine. Er bereitet sich auf den Wettkampf vor und ich auch, mein Freund. Ehrlich jetzt, ja? Worauf bereitest du dich vor? Auf das Leben, auf die Form meines Lebens und irgendwann mal mein großes Ziel. Die Form seines Lebens. Nein, wir warten immer noch, seit gefühlt 3 Monaten warten wir auf deine Transformation, Barry. Das fühlt sich wie eine Beziehung an, Alter. Ich muss ihn zufriedenstellen und er ist enttäuscht. Ja, du musst dich vor allem machen, Alter. Bist du zufrieden? Nein, Mann. Siehst du? Kannst du traurige Musik so ja, ja, aber dafür Training ist Johannes hilft. Ja da, um dir zu helfen, zufrieden zu sein. Der hat ja null Einfluss. Der macht seine Ernährung alleine, der macht alles alleine. Er bricht fast meinen Hals, Alter, wieder hier reingreift. Ich bin immer der meckern muss. Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ich habe gestern Adduktoren trainiert. Komplett zerberst. Hast du schon mal eine Melone zwischen den Beinen zerdrückt? Nö. Aber deine Mama. Wunderbar. Kontrolle. Und ein noch. Warten. Feuer! Schönes Ding, gut! Ich habe vorgestern bei der Adduktormaschine, ich glaube, meine Eier zerquetscht. Ich dachte, die Eier hast du mit deiner Freundin verloren. Der war nicht schlecht! Aber ich hab heute Rückentraining. Ich kann doch nicht immer mit euch Brust trainieren, Mann, ey. Ich will was anderes lernen. Das B in Rücken steht für Bankdrücken. Was bist du für ein weiser Mensch, Alter? Barry? Was machst du denn? Warum? Guck mal, das R in Bankdrücken steht für Rücken. Das heißt, bevor du Bankdrücken machst, brauchst du einen Rücken. Ja? Merk dir das mal. Hintertrag mal ein bisschen. Wie viel wollen wir denn erstmal drauf haben? Das ist ja deine Entscheidung. Ich darf ja nichts selber entscheiden. Deswegen machst du auch alles alleine, weil du nicht selber entscheiden darfst. Ist doch alles gar kein Problem, denn die Hanteln kriegen Muskelkater von Barry, nicht umgekehrt. Versteh das doch endlich. 100 Kilo schafft gefühlt jeder Fitness-Influencer 10 bis 12 Wiederholungen mit ganz easy. Guck mal, was er macht, Alter. Guck dir mal an, Alter. Guck dir mal. Ich war so motiviert bis gerade, aber dann einfach mein ganzes Selbstvertrauen. Ich sag dir, ich mach noch mehr drauf. Ich wollte die Wiederholung mal so der Kopf hoch und plumpsen lassen. Die Bewegungen sind immer noch im Gehirn gespeichert. Wenn 48 Menschen hinter einem stehen und dann Druck aufbauen, ist es halt nicht so einfach. Maximale Beschleunigung. Kurze Ablage. Feuer! Hast du? 1. 2. 3. 4. War das so okay, Herr Barry Hammerschmidt? Nicht so laut sein beim Drücken. Wirklich jetzt, ehrlich? Nicht zu laut? Aber ist die Atmung holt nochmal ordentlich was raus. Hier. Was trinkst du da? Ja, was? Kann ich jetzt bestellen mit meinem Code, steht unter Beschreibung. Code Johannes gibt dir den maximalen Rabatt. Der junge Mann hat ja immer noch keinen Code. Ich hab keinen Code. Ich krieg den nicht. Ich frag auch jeden Tag, aber es hat. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Das blockiert mich auch jeder von euch. Theoretisch. Komischerweise. Greif doch ein bisschen weiter. Ein bisschen. So? Ja. Ja, war easy. Das war schön. Ich will mehr. Es geht weiter nach oben. Okay, er will zumindest. Aber kann, werden wir sehen. Obwohl ich vor 4 Stunden Brust trainiert habe, kann es heute weitergehen. 3 Stück. Maximal beschleunigen. 150 Kilo. Ab. Start. Schönes Ding. Reicht gut. Reicht. Wir waren nur zu tief abgelegt. 1.
3. Komm mal. 3. Das sind 100. 30. Wow, hey. Alle gucken. Kontrolle. Ja. Easy, da. Nächste. Weiter geht's. Komm. Geschwindigkeit, Junge. Kraft und Geschwindigkeit. Ich schwöre das Monster. Alter, ja, Wichser, ich will die 200 Kilo kann drücken. Medialer fucking Schwanz. Hab ich. Kurze Ablage. Warte und dann feuern. Warten. Spannung halten. Schub. Ja, und die letzte. Komm. Kontrolle. Schub. Durch. Fick die Hände, Alter. Das ist eine Scheiße. Mein Ellbogen. Hast die Ellbogen wieder rausgeschmissen, aber Junge. Ich hab auch gemerkt, bei der zweiten Beirrung bin ich nach links gegangen. Lass mal beim nächsten Mal bitte da mit Ablage machen. Alles ausreden. Da bin ich hier mit Sportlern zusammen, oder was? Work as you play. And play as you work. Oder so, oder. Warte, 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 das andere rum. Aber. Yeah. Right. Work as you play, with work. Yeah, of course. 140 Kilo auf der Hantel, Freunde. Wird er sie heute ordentlich drücken? Kommt! Der kommt doch. Alles gut. Ja, ging so. Aber ich finde, der kann noch ein Stück weiter runter mit vom Kopf. Ich will noch 40, 20 weiter drauf. Ich habe schon viele 160. Athleten. Ich habe viele Athleten bei Johannes gesehen, aber keiner drückt so unsauber wie Barry. Wirklich. Keiner drückt Alter. So scheiße wie Barry. Komm mal mit, Alter. Komm mal mit. Ich hab zugenommen. Du hältst bitte nur auf Senkt. Ich hab wirklich 2 Kilo zugenommen. Sag nix. Die Waage ist kaputt. Die geht 20 Kilo. Die Stunde der Wahrheit, Freunde. Die Waage ist kaputt. Wir ziehen, Leute, ne? Pass auf, wir ziehen 2 Kilo ab, weil Klamotten und schon gegessen, getrunken. Ich hab noch mein Handy drin und da sind sehr viele Fotos drauf. Ja, 105? Ja, Barry, die läuft richtig gut. 3 Kilo schwerer. Kannst du noch was sagen? Pass auf, wir können ja die. Du hast gesagt, wir ziehen 2 Kilo ab, also 103. Nein. Du hast so 1 Kilo zugenommen. Ich habe 4 Liter Wasser vorgetrunken. Also auf jeden Fall schwitzt du schon mal ganz schön. Es ist so, wenn man ein bisschen dicker ist, viel salzige Sachen frisst und viel Müll isst, dann schwitzt man auch mehr, Barry. Oder liegt es am Babyöl, hä? Das ist ein Mix aus beiden, Alter. Die Angst vor dir und Babyöl. Mach mal den Bauch ein bisschen durch. Also auf deinen Insta-Stories sahst du auf jeden Fall schon härter aus. Ja. Ja, zeig mal den Rücken. Ja. Der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Komm, das muss man noch was abmachen. Also ich würde sagen, die Form ist zumindest nicht schlechter. Aber hast du denn 15% schon, Barry? Ich habe, glaube ich, jetzt 19,8%. Ich komme mit Ziel, glaube ich, langsam schon näher. Schlimmer wäre es, wenn es mehr wäre. Aber sieht doch schon ein bisschen besser aus, Alter. Gib mir doch ein bisschen Props, Alter. Oder? Ja. Ab 15% Körperfett, haben wir gesagt, kriegst du deinen einen Code. Ich sag mal so, ich habe dich ins Team ESN gebracht. Und anhand der Bestellung mit deinem Code sieht man ja, ob du performst oder nicht. Aber wenn du noch nicht mal einen Code hast, dann geht's ESN zu mir und sagt so, Johannes, so, wen hast du denn damit angeschleppt? Verstehst du? Hast du recht. Das ist doch Motivation, oder nicht? Das Motivation. Aber ich würde gerne mal auch wissen, was das Publikum zu meiner Form sagt. Vielleicht sagen die, dass es gut aussieht. Würde mich auch interessieren. Du bist zumindest nicht fetter geworden, aber ein bisschen wässriger, aber hast das gleiche Gewicht wie ganz am Anfang. Also das ist schon sehr verwirrend. Wir werden auf jeden Fall noch einen Dexascan machen, wenn du sagst, glaubst, dass du die 15% dann hast. Dann machen wir das. Lass uns einen Stichtag suchen für einen Dexascan. Okay, könnt. Aber jetzt nicht Dexascan. Dexascan, aber nicht in 2 Wochen. Ihr schreibt mal in die Kommentare, wann er ready sein könnte. Was glaubt ihr? Kann ich kurz mit der Kamera machen? Ich muss was ihm beichten. Ich muss trainieren. Ich muss dir was beichten. Komm mal bitte mit. Ja, ich habe wirklich gestern 12 Waffeln gegessen. Vorgestern eine Pizza gegessen. Ansonsten passt meine Form, Alter, eigentlich. Verstehst du? Sieht sich gut aus?